Guten Morgen. Ja, ist ganz schön bedeckt. Hier regnet es, hat es glaube ich, so Mitte der Nacht hat es dann aufgehört zu regnen. Aber es ist trotzdem alles nass. Naja, wir versuchen das so gut wie geht jetzt einzupacken. Ist schon ganz schön eklig, weil es ist auch ganz schön frisch. Und das Zelt einpacken, ja, wir gehen da auch sehr langsam voran. Also wir haben auch noch keine Lust so richtig. Gefrühstückt haben wir schon mal und dann ja, melden wir uns von unterwegs. Hier im wunderschönen Plön haben wir jetzt mal beim Norma eingekauft. Ja, weil wir hatten irgendwie so gar nichts mehr. Und gestern war ja Sonntag. Genau, haben wir ein bisschen Proviant besorgt und versuchen das mal jetzt hier irgendwie einzupacken. Aber das schaffen wir schon. Nachtrag, wir sind nicht in Plön, wir sind immer noch in Plauen. Ich weiß nicht, was ich mit Plön habe. Also Plauen. Das war ja mal eine Abfahrt hier. Ich bremse vorsichtshalber immer, das ist mir zu schnell. Aber ihr guckt euch das mal an, ey. Da hinten runter, da. Und dann da am hier lang. So geil. Ach, da hinten müssen wir hoch, okay. Ja, wir fahren jetzt Richtung bayerische Grenze. Ich blende einfach mal wieder ein, wo wir jetzt gerade sind. Ich merke mir das auch nicht. Versuche hier einfach mal beim Fahren auch mal zu gucken und zu genießen auch, weil das ist echt anstrengend. Und da vergisst man einfach mal zu gucken, wie weit man das auch schon gebracht hat und wie sich die Gegend verändert. Das ist so schön. Ja, jetzt fahren wir mal weiter. Ja, was ist das? Erbsen, Bohnen, schmeckt aber alles voll. In 3 Stunden sehen wir uns. Wir sind jetzt im schönen Mühltropf. Wir wollten hier eigentlich gar nicht hin. Wir haben nur so ein DDR-Museum gesucht, aber wir sind völlig falsch gefahren. Naja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir jetzt weiterfahren. Bisschen ostig sieht das ja schon aus hier. Aber sonst gibt es halt auch nicht weiter hier. Ich meine, hier steht zwar so eine Infotafel, dass die hier irgendwie für ihr Museum, ein DDR-Museum, irgendwie Fotos suchen, aber ich glaube jetzt nur von dem Ort hier. Naja, wir schauen mal weiter. Ja, nicht so einfach hier auf dem Dorf was zu essen zu finden. Wir hatten jetzt eine Gaststätte angepeilt, aber die ist schon ewig lange zu. Weitere Gaststätten, die sind irgendwie wegen Corona geschlossen. Naja, ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Start vom grünen Dachradweg. Sind jetzt vielleicht noch, ich weiß ja nicht, ob es 20 Kilometer sind, keine Ahnung. Mein Navigator fährt da vorne, aber schön hier. We'll be right back.
Das Schlimme ist ja, nur wir merken, was wir für einen Anstieg gerade hatten. Wenn ich euch das jetzt zeigen würde, dann ist das so, ja, egal. Ich weiß auch ja nicht, ob wie viel Meter das jetzt hochging. Es ging so steil hoch. Vorhin habe ich mal 12% irgendwie gesehen, aber das war im Dorf und das war bergab. Auch krass, auf so einem gepflasterten Untergrund. Also das war auch, das war eine heftige Abfahrt. Ja, jetzt müssen wir jetzt echt mal eine Essenspause machen, weil wir haben immer nur, wir trinken zwar mit irgendwelchem Zeugs drin, aber und snacken so ein bisschen, aber so richtig essen machen wir im Moment ja nicht so. Deswegen, wir haben jetzt hier eine schöne Erhöhung. Hier sind wir vorhin hoch, da wo der Baum ist, also das ist ein Riesenbaum. Da sind wir dann lang. Echt schön hier. Ich weiß jetzt leider nicht, wo wir hier sind. Und jetzt haben wir uns da schon mal unser Zeug rausgeholt. Und dann gibt es erstmal jetzt ein Käsebrot, für mich zumindest. Und ein bisschen Obst. Also echt schön hier. Kaum sind wir losgefahren, hat so angefangen zu regnen. Die verarschen uns hier heute alle. Und dann als nächstes, das Navi sagt, wir sollen hier rennen. Ja, genau. Aber war wieder mal eine geile Abfahrt. Ich denke mal, wir werden hier lang fahren. Also Komoot ist schon ein komischer Typ. Wir sollen hier rüber. Naja. Wir stellen uns jetzt erstmal unter, weil das fängt immer wieder so doll an zu regnen. Und hier, naja, hier geht es so halbwegs. Und wenn es dann aufhört, dann ist es gleich wieder schwülwarm, dass man sich die Klamotten vom Leib reißen möchte. So, aber hübsch hier. Aber wie geht es da drüben weiter? Ein Schrei von vorne. 8% Steigung. Oh, klasse. Ja, super. Das lief halt eigentlich ganz gut, aber jetzt ist gerade meine Motivation so völlig im Arsch. Ich weiß auch nicht, wie viele Kilometer wir schon haben. Und das geht jetzt nur noch steil bergauf. Also nach den 8% ging es nochmal so ungefähr bergauf. Jetzt bergab zu, in so ein kleines Dorf rein und jetzt hier hoch. Das kann doch nicht sein. Aber wir haben eine schöne Aussicht. Aber davon hat man immer nichts, weil man kaum Luft kriegt und sie erstmal wieder einkriegen muss. Sieht gut aus, dass der Regen jetzt endlich mal vorbei ist. Alter, das ist alles so nass. Und wir auch. Dass man mal von innen und außen mal wieder trocknet. Das ist ja alles klatschnass. Naja, dann schieben wir mal eine Runde. Scheiße. Wer kam denn auf diese blöde Idee? Wenn man so eine Aussicht hat, da lohnt sich das Kämpfen. Ist das geil? Thea, geht mal da hinten gucken, ob wir da ein bisschen versteckter stehen. Weil hier vorne ist zwar geil, aber hier sind gleich Häuser. Ich weiß nicht, ich bin ja da auch immer so ein Schisser. Aber ich sag mal, was soll hier jetzt passieren? Hier wird, also wir, uns kam keiner entgegen. Und ich glaube, das wird jetzt erstmal auch keiner uns entgegenkommen. Naja, schauen wir mal. Vielleicht ist ja da hinten noch ein Plätzchen. Und dann reicht es auch für heute. Ich gebe nachher mal durch, wie viele Kilometer wir denn gefahren sind und wo wir ungefähr jetzt sind. Das weiß ich auch ja nicht. Ich tracke nur mit und mein Navigator fährt vorne weg. Brauche mich eigentlich nur aufs Fahren konzentrieren.
Also hier haben wir einen sehr schönen Platz gefunden und können so ja noch ein bisschen unsere Zelte und alles andere so trocknen. Weil heute Morgen haben wir auch ein bisschen Klamm eingepackt und jetzt kann das alles schön durchtrocknen. Ja, sehr schön hier. Wir haben jetzt mal ganz schnell aufgebaut. Weil ich denke mal, das wird ja bald auf uns herabprasseln. Da hinten kommt es auch schon wieder so dunkel rüber. Also da soll jetzt ein riesen Gewitterzelle auch zu, über uns hinweg schweben. Da hinten ist noch schön. Ja, da haben wir mal lieber alles schnell eingeräumt, aufgebaut. Und ja, mal gucken, für das wir das alte Heil überstehen hier. Someone don't help you. When someone don't help you through the rain, when feelings don't matter and everything's nothing but a game, game. Just know that I'm with you. Just know that I'm with you through it all. I'm gonna be there whenever you want.